Hey ho, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies, was ich in dem letzten Video schon gesagt habe, warum, ja, woher jetzt kommt. Wir waren bei Level 1, also bei Teil 1 Level 6, so würde ich es mal verstehen. Das Ganze ist hier, der Teletan ist auch dabei. Moinsen! Jo. Weil ich ja, wie schon im letzten Video gesagt habe, das direkt nach dem anderen Video aufgenommen habe. Und wir waren dabei stehen geblieben, dass wir wollten ausprobieren, was diese tolle Kartoffelmine so macht. Da würde ich sagen, fangen wir an. Hä? Warum kommt da kein Ton? Komisch. Da war gerade kein Ton, okay. Normal sollte das so ganz laut. Na egal, da ist die kleine Kartoffelmine. Wir werden sehen, was sie so kann. Zuerst mal ein paar Sonnenblumen. Für unsere Sonnenblümchen. Bim, 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 bim. So, vielleicht jetzt einfach mal hier hin. Der macht jetzt im Moment noch gar nichts. Mag die Musik. Ich mach mir hier ein bisschen Angst, ich hab echt wenig Speicherplatz. Oh. Ich alles immer. Ja, lauf da rein. Boom. Warum ist da kein Ton? Ton, der Ton ist wieder da, juhu. Hab nicht schon mal das Problem in einer anderen Aufnahme? Was? Dass der Ton nicht so wollte? Ja, ich weiß. Das ist komisch. Mein PC ist sowieso in letzter Zeit komisch. Ja, aber nicht so komisch wie meiner. Nee. Ja. Ich glaube. Ah, plate ich auf, kleine Erbsenkanone. Oh, ich habe mal so viele Sonnen. Na gut, relativ viele. Jetzt, wo ich den Ton so anhabe, nervt er mich. Ich mache ihn wieder aus. Boah, beschwerst du dich, dass der Ton nicht da ist und jetzt? Ja, dieses komische, wenn man Sonnen einsammelt, dieses Bling, 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 das nervt irgendwie. Ja, ich weiß. Ich bin komisch. So, was ist das jetzt? Was ist das für einer? Ja, der übt ja aber meine Pflanzen. Das ist doof. Tötet ihn. Tötet ihn. Nein, 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 nein. Nicht meine Pflanzen. Oh Gott. Das dort dürfte jetzt eigentlich reichen für die ganzen, für die eine Welle, die jetzt da gleich kommt. Ich habe ja noch diese schöne Kirschpuppe. Die ist so wundertoll. Ja, wundertoll. Oh, 850 Sonnen. Nein, niemals wirst du zu meinen Pflanzen gelangen. Boom. Haha, den! Nein! Oh Gott! Vor meiner Nase war es Ziel. Oh. Oh, eine Eispflanze.
Oin... Hagelzuckererbse. Okay. Ich hab die Namen nicht durchgelesen. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Das hört sich doch vielversprechend an. Mal schauen. So, Pflanzen. Aber ich nehme das Gefühl, da laden sich die zwei schneller am Anfang des Spiels auf. Egal. Oder? Ich hab keine Ahnung. Sonne, ich brauch Sonne. Gib mir Sonne. Gib mir Sonne. Ja, das sieht halt jetzt auch gedacht. Verbrenn den Schnee. Verbrenn den Schnee. Verbrenn den Schnee? Okay. Ja. Naja, wenn man es so sieht, in September, Oktober, November, ja gut, in 4 Monaten ist Weihnachten. Ey, das ist echt so. Oh, ich hab bald Geburtstag, hier. Was? Ich hab bald Geburtstag, hier. Und wann? Wann? Am Samstag in der ersten Schulwoche. Wie kann man in der ersten Schulwoche Geburtstag haben? Freut mich nicht. Ja, okay, wann ist eure erste Schulwoche? Nächste Woche. Nächste Woche? Ja. Ist das also sozusagen deine letzte Woche Ferien? Ja, leider. Du tust mir irgendwie leid, weil ich habe noch bis September Ferien. Puh. Ja, das haben wir nächstes Jahr. Du verstehst bis September. Nämlich. Ja, nächstes Jahr haben wir bis September, aber dafür fängen sie später an, aber dafür gehen sie. Na gut, sie gehen nicht länger, aber... Egal. Naja, ich finde die Ferienordnung in Deutschland sowieso total be... Ja, aber warum hat die dann nicht einfach am gleichen... zur gleichen Zeit Ferien? Zum Beispiel Ende Juli bis Mitte September. So müsste ich mich nicht umgewöhnen. Ja. Oh, dieser Hagelnuss, Hagelzucker, Erbsen, Dingens, Kirchens, bringt's irgendwie. Das ist gut. Wie komm ich auf Hagelnuss? Egal. Was ist meine Hagelzucker? Dingens, Kirchens. Kein Zombie hat eine Chance gegen uns. Mhm. Jo. Es dürfte so funktionieren. Wenig Speicherplatz vorhanden. Viel Speicherplatz hab ich denn noch? Keine Ahnung. Habe ich irgendwas noch in den Traps ordnen? Nee. Also ich hätte löschen können. Ja, mal kurz Ende. Lade, lade auf. So viel MP habe ich jetzt aber auch nicht. Dann muss ich die Minecraft-Aufnahmen löschen. Oh, warum legt das jetzt um? Kartoffeln, wir setzen einfach mal so sicher auf. Dann gibt es keine zweite Aufnahme von mir. Löschen die ganzen Elemente. Wo ist eigentlich mein Handy? Keine Ahnung, hast du was... Ah, da liegt's. Hast du es vielleicht irgendwie unter den Schuh oder unter den Schreibtisch geschmissen? Ne, es liegt direkt neben meinem PC. Pornos gucken. Ich wette, bei dir ist gleich als erstes in den Favoriten gespeichert, YouPorn. Na sicher. Immer doch. Klar. Kann
haben wir immer Gebrauch. Für was verwendest du das? Ich verwende es für die. Nimmst das hier. Für das verwendest du das, oder? Hoch, runter. Hoch, runter. Nee, nee. Okay, das ist damit jetzt echt. 18 plus. Ja. Dabei spiele ich gerade nur Pflanzen gegen Zombies. Also wie kommen wir denn auf so ein Thema? Durch mein Handy. Was direkt neben meinem PC liegt. Hochlöschen. Das ist komisch. Okay. Warum ist das Programm? Oh, ich hab über 1000 Sonnen. Yay. Okay, ich mache gerade bei Pflanzen gegen Zombies, bin ich so übelst ordentlicher Mensch. Ich tue hier alles so total geordnet hier hinstellen. Ich sehe jetzt schon, es kann es sein, dass du Hater hast? Warum? Weil ich denke mal, dann heißt ja, du hast das nur Hannibal AP nachgemacht. Was hab ich? Ja, das Let's Play Pflanzen vs. Zombies. Ja, weil ich und Hannibal auch die einzigen sind, die das machen, ne? Weil es sonst überhaupt gar keine Leute gibt. Und man überhaupt keine freie Entscheidung hat. Also darf ich kein Minecraft aufnehmen, ich darf keinen Pflanzen gegen Zombies aufgeben. Warte mal, warum darfst du kein Minecraft aufnehmen? Weil das Hannibal ja auch dann gemacht hat. Eigentlich theoretisch dürfte ich das ja dann auch nicht. Dann durfte ich eigentlich auch keinen Sims aufnehmen, weil es Kronk aufgenommen hat. Ja, und Hannibal auch. Ja, aber keine Sims. Scheiße, Sims 2 hat es auch aufgenommen. Aber nach mir. Oh. Also ist das bei mir noch legitim. Also darfst du es nicht mehr aufnehmen. Der ist doch egal, sie ist eine Riesen-Displayerin und ich bin ein kleiner. Ja, das ist Wahnsinn, bei Riesen-Displayer, die können sich eigentlich sozusagen fast alles erlauben. Und kleine Let's Player, die gehen, werden direkt gelöscht und alles. Wenn YouTube denen was nicht passt, großer Let's Player, ach komm, kannst weitermachen. Ja, es ist halt, ja. Es ist eine schwierige Sache. Mhm, darüber könnten wir jetzt eigentlich auch noch philosophieren. Ja, rein theoretisch, aber dass wir so ein Pflanzen gegen Zombies Let's Play werden und kein Let's nachdenken. Naja, egal. Okay, was für eine Pflanze habe ich hier? Schnappherbe. Verschlingt einen Zombie, ist aber während des Kauens hilflos. Okay. Was du jetzt gerade so knacken hören hast, ist die leckere Flüe-Limo von Lidl. Super. Lidl. Lidl lohnt sich. Keine Fremdwerbung. In meinen Videos kommt keine Fremdwerbung vor. Kommt alle auf den Server mds-tv.de und rage mit uns eine Runde. Das war nicht der Server auf dem. Für mein ist das Fremdwerbung? Es ist gute Fremdwerbung. Ey, der Gav ist scheiße. Gar nicht. Doch? Okay, sie haben seine Meinung. Aber ich mache jetzt hier mal weiter. Oh, ich darf jetzt sagen. Hast du ihn eigentlich überhaupt abonniert? Ja. Wie kann man sowas abonnieren? Ernsthaft? Tut mir leid, aber. Ich weiß, ich sehe jetzt schon die Hater, aber. Wie kann man sowas abonnieren? Ich hab dir das, glaube ich, auch schon oft genug erzählt. Ja, deswegen. Ja. Der Kerl kann mich einfach nicht leiden. Ich hab dir nichts getan. Das ist schlimm. Nur weil ich ein bisschen Beef mit einem seiner Admins hatte. Das ist scheiße. Vor allem. Ich glaube, ich erlaube mir jetzt mal einen kleinen Spaß. Also, falls ihr Keksmann Zuschauer solltet, gebe ich euch einen Tipp. Und zwar, ihr wollt mal Kev einen Brief schreiben. Und er antwortet auch drauf in der Regel. Nicht.
Warum nicht? Nee, du kriegst dann nur Ärger. Oh. Auf jeden Fall, ich gebe, glaube ich, Keksmanns Video seine Privatanschrift aus. Okay, bitte mal Zettel und Stift. Nein, mach das in deinen Videos. Nee, ich mach das in deinem Video. Warum das denn jetzt? Weil ich sonst Ärger gekriegen würde, also. Ja, aber ich nicht. Meine lieben, oder deine lieben Zuschauer, habt alle mal einen Zettel und einen Stift in der Hand. Also hier kommt die offizielle AP mit Kev, also Kevs offizielle Postanschrift. Und zwar, das ist der... Kannst du dir nicht einfach sagen, wo sie das nachlesen können? Das ist der Kevin Parol in der Heidenstraße 2 in... lass ich mal kurz nachgucken. Was das? Lass ich mal kurz nachlesen. Wo das war? Warum gerade in meinen Videos? Warum? Weil es kann? Bist ein Idiot. Okay. Also gucken wir mal kurz nach. AP mit Kev. Weil der hat sogar seine Adresse auf seiner Seite. Das ist das Impressum. Und zwar das hier. Okay. Oder sag ihn doch einfach, wir können es da und da nachlesen. Gemäß Paragraph 6 MD STV ist Kevin Parol Heidenhofstraße 2 rechtsverbindliche Anschrift nicht in 3060 16 7 Hannover Einzelunternehmen. Gut aufgeschrieben oder soll ich es nochmal wiederholen? Nein, wiederhol's nicht. Also Kevin Parol, Heidenhofstraße. Ist ernst? Die Anschrift muss 30. Nein. So, also aufgeschrieben, dann könnt ihr jetzt einen Brief schreiben. Aber Achtung, der gute Kev ist noch bis 1.9. im Urlaub. Aber in der Zeit können wir es doch machen. Vielleicht explodiert er dann sein Briefkasten. Was nett. So, ich wollte mich nur revanchieren, Kev. So, jetzt kannst du weitermachen. Du bist ja überhaupt nicht nachsichtig. Wieso? Ich will Kev einer auswischen, nicht dir. Ist schon klar. Und wenn sich das ein bisschen anders angehört hat, ja, dann tut's mir leid. Also nicht falsch verstehen, dir wollte ich keines damit auswischen. Ja, schon klar. Mir war es nur die perfekte Gelegenheit, das mal in deinen Videos zu erwähnen. Wobei... Wenn ich Lanzen wäre, wobei, wenn du nicht dämlich wärst, könntest du das auch rausschneiden. Ja, theoretisch schon. Aber praktisch... Aber das geht nicht, weil ich hier die ganze Zeit jetzt doch aus Lanzen gegen Zombies da rummache. Also, das... wäre schlecht, weil das Ganze hier jetzt weg wäre. Also ein komplettes Level. Oder du einfach einen Piepton drüber. Oder eine neue Aufnahme von dir und sagst, ja, tut mir leid, weil Thiel von, ja, was gesagt hat, was ich nicht haben wollte in meinen Videos. Ich werd sehen, ich werd gucken, wie ich's mache. So, auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Pflanze. Yay. Ich kann es die ganze Zeit hier nicht sagen. Schieß zwei Erbsen auf einmal. Duplinator. Geil. Mal sehen, was der Duplinator so drauf hat. So, ich das den und den und den und den da. So, das ist alles, was ich brauche. Welche? Ah, 1.9. Gleich kommt 1.10 und dann kommt in die nächsten Teil, keine Ahnung.
Ja, also, was sagst du jetzt? Ich hab dir eins ausgewischt. Mir kannst du auch mal eine auswischen. Du unterhältst dich über mein Video mit Kev, der das ganze Video hier sowieso nicht sehen wird. Ich mache mir mal ein bisschen Spam in seinem Forum und in einem anderen Account. Okay, mach das. Ich nenne mich einfach keksmann.de. Das machst du nicht wirklich, oder? Das machst du nicht. Ich nenne mich keksmann.de. Ich mache überall in jedem Forum Spam, bis ich Ärger bekomme. Mach das. Und dann spam ich auf Kev voll. Und dann gibt's erst Ärger. Du bist schon ein Idiot, ne? Ich hab nicht noch nicht gesagt, dass ich es mache. Ich hab gesagt, ich könnte. Und darf ich nochmal Schleichwerbung machen? Nein. Wenn ich schon dabei bin? Nein. Nur mal so, falls ihr in Kroatien im Urlaub sein solltet, geht der Uvala Beula Laguna Porridge und dann auch noch, hört euch, wenn ihr Radio empfangen haben solltet, Radio RDS an. Italienisch Radio. Jo! Und so. Du hast es nicht mehr. Gute Musik und so. Oder auch hört mal bei Radio Firestone rein. Ja, ja, ja. Und jetzt kommen diese schönen Duplinator. Erbsen, Kornhühnchen. Die sind ziemlich praktisch. Leider brauchen wir dafür 200 Sonnen. So, hast du jetzt genug? Ja, was, hä? Jetzt kann mir keiner sagen, dass ich zu wenig Speicherplatz habe. Doch, dein PC. Noch eine Sonne, noch eine Sonne. Kommt aber nicht. Doch. Hast du eigentlich auch ein Gimbal erstellt? Nein, ich habe leider nicht die Version, in der man das machen kann. Oh, nicht. Geht, keine Ahnung. Bei mir war das nicht. Aber es war mir eigentlich irgendwie egal. Ja, hier wüssten wir schon, ich bin aber Gimbal. Der Schlabbersack. Jetzt mach hier nicht Honeyball, ne? Ich doch nicht. Nein. Wen hältst du mich? Alter, ich hab über 1000 FPS. Oh Gott. Ich muss noch meine Hube für die nächste. Ja, die kommt mal kaputt. Cool. Sogar den Eimer Zombie. Ja, die Duplinator sind schon nicht schlecht. Ich
brauche keine Sonne mehr, liebe Sonnenblumen. Nein. Nein, darf mir Sonne zu geben. Gut, rein theoretisch muss ich nicht einsammeln, aber... Goal. Sicherheit. Credits. Müsstest du mal, wenn du fertig bist, nochmal kurz zu TM kommen, Trackmania. Ja, ja. Keine Aufnahme. Okay. Wie weit bist du? In Pflanzen? Gleich fertig. Hallo. Wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Auf Gündor! Auf dein Haus mit Doppel-S. Bei deinem Haus! Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf deine herzlichsten Zombies. Das war nett, dass wir noch extra einen Brief schreiben. Oh Gott! Die Zombies! Das sind viele Zombies. Wer schreibt dir einen Brief, die Zombies? Oh ja, diese... Ja. Oh ja, diese Dinger mag ich, wo man so vorgeschrieben kriegt, welche Pflanzen man... Mich nicht extra aussuchen. Ich mag... Die Musik hier ist doch cool. Ich finde die Musik von Trackmania so episch. Ja, die ist richtig geil. Und man total die Kiffermusik. Ja, manchmal. Sag mal, bis... Was? Bist du derjenige aus Spanien? Was? Nee. Finut. Cam ist echt. Man hört doch deine Aufnahme sehr gut, alles im Hintergrund, oder? Was? Man hört doch in deiner Aufnahme alles sehr gut im Hintergrund. Normalerweise. Danke, du bringst mich auf eine Idee. Okay. Du kennst das von mir. Oh oh. Also, ich mache jetzt nicht nochmal eine Schleichwerbung, aber... Gut. Das kommt in fast jedem Waititi-Video dran. Und zwar... So von wegen keine Schleichwerbung. Schleichwerbung vorne. Und zwar... Unten das dran. Jetzt kann ich Pflanzen mal hier schneller nachkommen. Das meinte ich! Was? Alter! Kannst du das mal wegmachen? Du bist echt ein Idiot. Ja! Geil! Ganz toll. Das meinte ich! Jo. Was? Keine Sorge, ist lizenzfreie Musik. Gut. Ich könnte natürlich jetzt nein. Auch... Ach ja. Ich kill dich, ey. Okay. Was nehmen wir denn jetzt? Die neue... Genau, Robert Fick. Die gehen jetzt einfach mal auf YouTube. Okay, Birdlines. Bird. Oder, nee, die von der Beach gefällt mir besser. 3, 2, 1. Ich sag, nur bevor ich's vergesse. Was? Falls die GEMA dir deswegen das Video sperren sollte, sag ich nur GEMA, tut mir leid, ich mach dir nur ein bisschen hier Trollerdolle mit.
Nee, Pete, bitte mach nichts, warum wir dir hier alles sperren können. Komm, ich hatte das auch schon mal. Wenn, dann sperren sie dir nur ein Video. Ich bring dich um. 3, 2, 1, go. Warte, ich hoffe, das lädt. Das meinte ich jetzt mit, Ding. Mittel, 5, 3, 2, 1, und lay. Du kannst mich noch... Hallo? Was? Kann ich jetzt noch da... nicht machen. Wenn mir einen guten Grund, warum ich das nicht machen sollte. Weil das mein Video ist, du kannst das gerne in deinen Videos machen, aber nicht meinen. Das ist kein guter Grund für mich. Weiter. Weil ich will, dass dieses Video gesperrt ist. Es wird nicht gesperrt, wenn man sich im Voraus bei der GEMA entschuldigt. Hab ich ja. Und so. Okay, damit wären wir dann auch schon fertig. Dann habe ich jetzt so einen tollen Pilz gekriegt. So ein Poster Pilze schießt kurz und fragen, ja, wir sehen beim nächsten Mal, was das Ganze bringt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis dann.